Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute möchte ich mit Ihnen über die Goldreserven sprechen, und zwar wer die größten hat. Und dann auch über die Silberreserven und welche Nationen die größten Silberreserven haben. Haben Sie sich darüber vielleicht schon mal Gedanken gemacht? Ich denke, der Einblick an sich wird schon sehr hilfreich sein, um zu verstehen, warum manche Länder politische Entscheidungen fällen, die auf den ersten Blick gar nicht so durchsichtig sind. Und in dem Fall bleiben Sie dran, wenn wir mal gemeinsam einen Blick drauf werfen sollten. Ja, vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Wir werden gleich mal mit dem Gold beginnen, denn in unserem Buch haben wir jetzt hier als kleinen Spickzettel mal die Tabellen aufgeschlagen auf Seite 20. Da geht es einfach darum, dass wir das grafisch veranschaulicht haben, wie die Goldreserven der größten Industrienationen sind. Und die erste oder die größte Goldindustrienation, ich lasse Sie mal raten, bevor ich es ausspreche, sind die USA mit 8.133 Tonnen. Ganz dicht gefolgt von einem sehr kleinen Land, das Sie vielleicht auch sehr gut kennen. Und zwar hat es nur ungefähr 82 Millionen Einwohner, nämlich Deutschland. Ist weltweit gesehen nach den USA das Land mit den zweitgrößten Goldreserven. Das dürfte auch nicht jeder geraten haben hier im ersten Moment. Gefolgt von Frankreich mit 2.435 Tonnen. 2.435 Tonnen gestapelt, kann man sich bildhaft etwa so groß vorstellen wie zwei Drittel des Eiffelturms, wenn man es auf eine Höhe betrachtet, von Palettengröße. Dann haben wir Russland mit 1.149 Tonnen an vierter Stelle, China mit 1.054 Tonnen, die Schweiz mit 1.040 Tonnen, ähnlich viel wie China, Japan, oder entschuldigen Sie bitte, ich muss nochmal zurückrudern, China, ich muss mich korrigieren, nachdem ich in den Videos gerne mal für meine Aussprache korrigiert werde. Dann haben wir die Schweiz mit 1.040 Tonnen, Japan mit 765 und die UK mit 310 Tonnen. Wahrscheinlich haben sie nicht alles so selbst im ersten Moment für sich selbst beantwortet. Wer ganz stark aufstrebend ist die letzten Jahre, ist Russland und China. Ich gehe davon aus, dass die beiden Nationen in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch auf das Niveau von Deutschland nachziehen werden. Wenn wir uns die aktuelle politische Entwicklung in Deutschland ansehen, gehen wir eher davon aus, dass aufgrund der Situation, dass Deutschland momentan industriell immer noch gut dasteht, momentan nicht unbedingt Goldreserven aufbaut, ja, weil immer im Krisenfall oder im Falle von extremen Wachstumsphasen Länder dazu geneigt werden, sich von anderen Ländern durch irgendwelche Sanktionen einschränken lassen zu müssen. Bei Russland sehen wir es jetzt momentan zum Beispiel ganz stark. Russland wird zwar von außen sanktioniert, baut aber extrem große Goldreserven auf. Die haben industriell ein riesiges Wachstum, das uns in unseren Medien aber verschwiegen wird, aufgrund dessen, dass sie mit China sehr stark korrespondieren. Und diese Länder, die auf Nummer sicher gehen, die bauen sich große Goldreserven auf. Die USA gibt zwar 8.133 Tonnen an, inventarisiert wurde das Ganze aber schon seit sehr langem nicht mehr. Also glauben wir mal der Zahl des Gold Council oder des World Gold Council. Ob das der Wahrheit entspricht, kann Ihnen nur derjenige sagen, der mal einen Blick in diese Safes bekommt. Im Silber sieht es ganz anders aus. Und da lasse ich Sie auch mal wieder raten, wer an erster Stelle steht der größten Industrienation. Was denken Sie? Nein, nicht die USA. Wir sind mit Peru an erster Stelle. Peru hat 120.000 Tonnen Silber als Goldreserven. Liegt auch daran, weil die größten Silberminen unter anderem mit in Peru sind. Ja? Also das heißt, das sind einfach die Vorkommen. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann in Jahren mal einen Krieg in Peru gibt, aufgrund dessen, dass irgendein anderes Land, das gerne mal einen Krieg anzettelt, Interesse hat an diesen Reserven. Wer weiß, momentan geht es Peru ganz gut. Das nächste Land oder der nächste Kontinent ist Australien mit 85.000 Tonnen, also weit hinter Peru mit etwa 35.000 Tonnen weniger. Jetzt kommt ein Land, das als Nachbarland von Deutschland Ihnen auch geläufig sein dürfte, das ist Polen. Ja, hat man vielleicht gar nicht so im Auge gehabt, dass Polen auch 85.000 Tonnen besitzt, genau wie Australien. Chile folgt dem Ganzen mit 77.000 Tonnen, gefolgt von China, Mexiko, USA, Bolivien und Russland. Ja, und die USA hier in dieser Auflistung weit hinter den ersten 5, 6 genannten Ländern, was auch zeigt, dass letzten Endes hier momentan im Silber noch nicht so ein hoher Stellenwert gegeben ist. Denn die Länder, die große Reserven hatten im Gold, haben weltweit und politisch gesehen einen sehr großen Einfluss. Und die Länder, die in Silber sehr große Rücklagen besitzen, haben weltweit politisch gesehen kaum Einfluss. Damit sieht man auch, dass die Macht eher beim Gold liegt als beim Silber. Das war eigentlich die Veranschaulichung, die ich Ihnen liefern wollte mit der Verteilung der Gold- und der Silberreserven. Man muss ganz klar dazu sagen, und das werden wir auch in unserem Buch auf der nächsten Seite sehen, dass der Verbrauch der einzelnen Rohstoffe
dahingehend beim Silber größer ist als beim Gold. Das heißt, Silber wird schneller verbraucht als Gold. Das heißt, die Silbervorräte werden im Verhältnis zu dem Silberabbauvolumen oder das Silberabbauvolumen ist kleiner als der Verbrauch, den die Industrie nachfragt. Das heißt, hier hängt es mehr an der industriellen Nachfrage und weniger am politischen Einfluss. Beim Gold hängt es eher am politischen Einfluss, wo sich das Gold hin verschiebt. Und das sollte einfach immer im Hinterkopf sein, wenn Sie irgendwo mal Nachrichten hören sollten, dass Länder angegriffen werden, dann kann man sich auch immer im Hintergrund erstmal die Rohstoffreserven anschauen, weil das oft ein Grund ist für Kriege. Gerade in Afghanistan war das beispielsweise einer der von vielen kritisch denkenden Menschen Hauptgründe für einen Krieg, der angezettelt wurde. In dem Sinne bedanke ich mich, dass Sie bis am Ende des Videos dran geblieben sind. Denken Sie auch mal über solche Themen nach. Das hilft oftmals, politische Einschätzungen, die vielleicht Medien von sich geben, etwas zu neutralisieren und anders zu werden. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über Ihre Kommentare hier unten und vor allem auch, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Bis bald und auf Wiedersehen.